Hallo Dominion-Freunde, wir starten mit Ranglistenspielen der neuen Erweiterung Rising Sun. Oh, göttlicher Wind. Okay, erstes richtiges Spiel damit. Wenn wir die letzten Sonne entfernen, werden alle Karten ausgetauscht aus dem Stapel. Interessant. Und Dichterin haben wir hier am Start, um das Ganze auszulösen. Frage ist, was will man vorher vielleicht im Deck haben, bevor das passiert? Wahrscheinlich Kitsune, damit wir Flüche verteilen können. Einen Entsorger haben wir hier nicht, da hoffen wir dann natürlich, dass einer kommt. Ich zeige das ganze Königreich hier noch schnell. Aber soweit kennen wir die meisten Karten, wenn ihr den Stream gesehen habt. Fischhändlerin ist da. Könnte man mit auf 5 kommen. So, Silber fängt er an. Ich denke, ich hole Dichterin. Und Lehnsherr bei Gegner. Wir könnten jetzt hier Fischhändler holen. Nicht, dass es keinen Plus-Kauf später mehr gibt. Von daher. Und dann können wir Lehnsherr auch noch nächste Runde machen. Dann werden wir zwar hier einmal angegriffen. Ja, Lehnsherr ist schon besser. Okay. Gegner bezahlt erstmal nur Schulden ab. Zack, jetzt können wir Lehnsherr benutzen, um einen Fluch zu verteilen. Und zwar spielen wir das als 2 Geld Fluch verteilen. Alles klar. Und können 5 Münzen bezahlen. Wir müssen aber hier kein Lehnsherr kaufen. Können wir auch nächsten Zug machen. Das ist eigentlich das Gleiche. Aber wir müssten natürlich einmal noch eine richtige Kitsune, einen richtigen Kitsune ins Deck bekommen. Einen. Ist das ein Mann oder eine Frau? Weder noch, hä? Also einen, sagen wir mal. Oder sagen wir Frau, weil es eine Art Hexe ist, ich weiß es nicht. Gegner hat einen. Sammeln wäre natürlich auch nice hier. Wenn wir mal auf 7 kommen, so ein Flaggschiff. Vielleicht ist dann hier mal gut. Okay, und hier können wir dann 5 kaufen. Gut. Holen wir uns das. Oh, natürlich schade, dass wir nichts gefunden haben. Dann kaufen wir wahrscheinlich Lehnsherr. Und da ist göttlicher Wind. Tja. Und auch bei göttlichen Wind sind jetzt mehr Karten drin von Rising Sun. So, Dichterin doppelt oder Lehnsherr doppelt. Wandel bringt uns noch nichts, aber das wäre jetzt ein Entsorger. Fee haben wir jetzt leider nicht die Ziege zu bekommen. Wir werden Dichterin verdoppeln. Oh, das ist schon bisschen blöd jetzt alles. Wandel für 3 Münzen ist dann wohl das Beste, was wir hier machen können. Und dann holen wir uns mal eine Fee. Ja, wir haben schon 3, wir haben 4 Flüche bekommen. Wahnsinn. Startspielervorteil. What the? So, 2 Aktionen Fluch verteilen. Und dann können wir hier Wandel machen. Und unser Anwesen entsorgen in Dorf oder Depot. Dorf. Schulden bezahlen. Beenden. Also ja, dadurch, dass der Gegner Startspieler war, hat er irgendwie von allem jetzt mehr, oder? Mehr Lehnsherren, mehr Flüche verteilt. Und wenn das zweite Königreich schlecht ist. Das ist natürlich doof für mich.
Aber die Aristokrat ist interessant, weil wir haben den Lehnsherr, der den dann spielt, und dann kann man die gleichen Effekte, boah, hin eine Münze und nix gefunden. Sehr traurig. Behalten. Dichter. So, zwei Aktionen. Fluch verteilen. Dann Flaggschiff. Oder was kommt hier unten noch so? Ich glaube, machen mal Wandel. Ich würde natürlich gerne einen Fluch finden. Ich mache das mal so. Und hier unten kommt jetzt, na gut, auch nur ein Dorf. Aber ich kann den Fluch jetzt verwandeln. Spiele ich jetzt das Dorf doppelt? Da unten kommt, glaube ich, nichts Vernünftiges mehr. Oder mache ich einfach zweimal Wandel? Ich glaube, ich mache zweimal Wandel. Einen davon in Depot. Und jetzt kriegen wir plus drei, können uns für drei was nehmen, holen uns noch eine Fee. Irgendwann kriegen wir da bestimmt mal sowas wie Flamme. Dann können wir vielleicht zwei Karten entsorgen. Ah, sehr schön. Mit den zwei Flüchen. Das ist genau das, was ich jetzt gesucht habe. Kauf. Ja. Und dann können wir das noch als Schaf spielen, weil die Aktion brauchen wir jetzt nicht. Kannst ein Depot zurückkaufen. Und noch ein Aristokrat. Noch eine Fee. Hätten wir die Fee auch nicht entsorgen müssen, aber naja. So, spielt Aristokratin für nicht. Ja, das ist ein Fehler. Das darf man nicht machen, dann kriegt man nämlich auch gar nichts, nicht mal Aktionen. Sehr witzig. Okay. Dorf, jetzt kann ich die letzten Flüche verteilen hier. Den doppelt spielen. Geld, Fluch verteilen. Was brauchen wir noch? Spielen. Brauchen wir mehr als 5? Könnte mal ein Hort mir dann holen. Die Stapel sind etwas leer, aber noch nicht zu leer. Also lieber Silber oder eine Fünfer. Lieber hole ich mir den Hort. Sammeln. 3, 4, 5. Ja. Depot. Gasse finde ich jetzt mal nice und Zauber. Und hier wandeln wir wieder was. Spielen. Könnten wir in Provinz wandeln. Aber so kurz vorm Mischen mache ich lieber noch einen Aristokrat. Aber später ist das schon ganz nice dann. Da habe ich ja noch eine Dichterin. Ganz vergessen. Oh, war Fluch in Hort. Okay. Wird das Spiel noch so lang gehen? Mit den Feen und Depot fast leer. Ah, da ist Kitsune. Holen wir uns mal. So. Na gut, der bringt leider nur drei Aktionen. Aber hier können wir jetzt zwei Geld und Silber nehmen. Und hier können wir wandeln. Fluch. In Fee. Provinz und Fee.
Okay, ja, die Stapel sind wirklich sehr leer. Ziehen wir hier eine Karte oder wollen wir... Ja, bringt uns jetzt nicht so viel auf 7 zu kommen, oder? Kommen wir halt nur auf 6. Oh. Vielleicht wäre 7 doch ganz gut gewesen für Sammeln. Herzogtum. Scharf. So, was war jetzt Zauber? Die erste Karte, die ich... Wenn du das nächste Mal in diesem Zug eine Karte nimmst, darfst du zusätzlich eine Karte mit gleichem Namen nehmen. Ja, Quatsch, nicht mit gleichen Kosten. Das könnte ich, wenn ich sammeln mache, zuerst die... Ach so, nee, wahrscheinlich muss man die Reihenfolge 3, 4, 5 machen, oder? Ich versuch's mal. Nee, na gut. Dann haben wir das halt so. Wandel und Herzogtum. Ein Wandelweg des Schafs gespielt. Okay. Fee. Gut, entsorgen wir das mal. Okay, das ist jetzt eigentlich ganz cool. Aristokrat. Aristokrat für 3 Karten. Dann Dorf. Flaggschiff. Lehnsherr, Aristokrat für 3 Karten spielen. Muss man das gleiche nehmen? Achso, ja. Genau, weil ich spiele das Aristokrat erneut und nicht den Lehnsherr, weil Lehnsherr ist ja Befehl. Okay. Dichter. Kitsune gibt mir nochmal Aktionen und Geld. Könnte nochmal Aristokrat spielen. Ich kann auch erstmal eine Gasse holen. Okay. Oder ich könnte zweimal Wandel machen. Da wird der zweite. Doch, er würde mir auch eine Provinz bringen. Hab auch da nicht wirklich noch Dörfer hier unten. Ich mache einfach jetzt Maximum Provinzen. Na gut, das hat jetzt natürlich keine Provinz gebracht, aber 5 Schulden, 6, dann können wir hier noch eine Provinz holen. Okay, hat 4 Schulden und liegt zurück in Punkten. Dorf. Jetzt spiele ich sie. Könnte auch beide als Dings spielen, aber ich glaube als Schaf spielen, aber dann komme ich nur auf 7, also spiele ich es mal. Oh, nice, entsorgen. Jetzt das als Schaf und dann kommen wir auf 8. Jetzt muss ich nur noch mal Wandel ziehen. Aha. Da ist er. Und dann kann ich noch einen. Brauche ich schon fast nichts anderes machen. Brauche auch nicht die Gasse holen, meinte ich. Ja, sehr, sehr random. Mit dem Ganzen.
muss eigentlich nur noch irgendwie Schulden abbezahlen, bevor ich Wandel mache. Das geht, indem ich Schaf mache. Jetzt Wandel spielen, Schulden tilgen, entsorgen auf Provinz. Gut. Also, göttlicher Wind. Erstes Spiel gewonnen. Und völlig verrückt natürlich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.